Herzlich willkommen zur heutigen Begegnung. Wir sind in Buchholz in einem kleinen Marina ganz in der Nähe der Müritz. Der Star des heutigen Tages steht auch schon bereit und unser Team noch ein bisschen müde, aber das sollte sich recht schnell ändern. Damit kann es auch losgehen. Wir zeigen Ihnen noch einmal die Highlights des heutigen Tages. Schöner Auftakt. Und dann völlig unerwartet schon die Chance zum ersten Treffer. Allerdings nein, der war nicht drin. Das Tempo zu Beginn der Partie, alles andere als hoch. Das lag vielleicht auch ein bisschen an der Überlegenheit des Gegners. Da waren einfach keine Räume da. Und so war unser Team gut beraten, auch mal einen Gang zurückzuschalten. Einzig der Japaner konnte an seine gute Form der letzten Wochen anknüpfen. Aber auch er fand einfach das Tor nicht. In der 24. Minute dann eine heiße Situation. Aber zum Glück ließ unser Team auch hier nichts anbrennen. Trotzdem, die Partie kam einfach nicht auf Touren. Wer sollte jetzt das Ruder rumreißen? Sogar die Zuschauer verloren allmählich die Hoffnung. Dann aber die nächste Großchance. Ist das das Tor? Ist das das Tor? Nein! Die Fahne oben, kein Tor. Und es ging turbulent weiter. Großes Durcheinander und damit die Chance zum Treffer. Und plötzlich war das Ding drin. Völlig überraschend das 1:0. Wir sehen es hier noch einmal in der Wiederholung. Schöner Treffer. Und unser Team plötzlich wie ausgewechselt. Weiter ging's, das 2:0 und kurz darauf gleich noch das 3:0. Und kurz vor dem Ende der Partie sogar noch der vierte Treffer. Das Spiel war entschieden, wurde sicher nach Hause gebracht. So kann es am kommenden Wochenende weitergehen.